Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter mit der nächsten Mission, einer weiteren Quest. Eigentlich habe ich jetzt überlegt, was anderes zu machen, aber warte mal, wir haben bestimmt noch irgendwas. Das ist eine Hauptquest. Ich will ein bisschen Nebenquest machen eigentlich. Ne, wir machen erstmal das hier. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Quest, die heißt Für Lucky Day im Auge. Ja. In der letzten Folge haben wir ja den Außenseiter erledigt. Und du, Kollege, bleibst mal gerade ganz kurz hier, weil ich will eigentlich mal... Genau der Magi, den ich gesucht habe. Wir wissen, wie wir Gennadius Philakitai loswerden. Du hast diese Scheißkerle gefunden. In der Tat. Eine Gruppe patrouilliert am Wasser. Eine weitere wartet im Waffenlager und verhaftet, wen sie will. Der letzte Mann verkündet laut Propaganda gegen uns in einem Streitwagen auf der Kanopischen Straße, sobald wir die los sind. Deine Poeten können ihre gute Nachricht in der ganzen Stadt verbreiten. Wir kümmern uns um diese Philakitai. Na dann, machen wir das doch. Philakitai im Auge, ja, Level 22 an ihm. So, findet heute den Schreitwagenlenker. Philakitai Portolium Kanal, weil dann im Palast für das Waffenlager. Okay. Es ist also so eine gerade. Es ist eine dreigeteilte Mission. Wir machen das Step by Step, würde ich sagen, die ganze Geschichte. Irgendwas hat er gerade gesehen, der gute Zeno. Da ist einer. Warte. So. Dann machen wir das doch mal hier so. Hier schießen sie. Das sind Gennadius Philakitai. Das ist das Waffenlager, von dem Phanus erzählt hat. Wir sind einer weniger. Der Befehl lautet, falls nötig, gewaltsam zu rekrutieren. Ich habe einen unten an den Kais gesehen. Gut. Er wird ein nützlicher Pisspot sein. Wie sollen die Waffen... So, zu einfach, wenn da noch reich ist, oder? So die drei? Ne, fünf zumindest, oder? Jo. Fünf sind es, wenn ich es richtig gesehen habe.
Was? Scheiße. Ich schlitze ich auf. Wir haben ja das Schwert vom Außenseiter. Du gehörst bestimmt nicht dazu. Verdammt, du bist kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut. Ja. Was? Verdammt. Gemeinsam. Hast du wirklich gedacht, du überlebst? Wow. Ich muss mich gerade mal ein bisschen gerade orientieren. Ich will gerade ein bisschen regenerieren vor allen Dingen. So, das Zeno greift natürlich jetzt auch mit an. Okay, die Mission dauert ein bisschen was länger. Hatte ich nicht ganz erwartet, dass ich jetzt da so ein bisschen meine Probleme mitkriege. So, jetzt habe ich dich weg. So, das waren die Wachen. Und jetzt weiß ich noch nicht gerade, was wir noch als nächstes haben. Auf jeden Fall irgendwas gerade in die Richtung. Sie lokalisiert auf jeden Fall.
Halt! Bleib stehen! Hey, was? Schau, du Sau! Hör mal! Hey! So. Jetzt müssen wir gucken, was wir da irgendwas machen müssen. Irgendein Streitwagen. Guck mal, wie. Oh, geklappt. Was ist denn? Was soll denn runter? Hey, was? Da bist du ja. Unter dem königlichen. Aber unter dem königlichen Palast, wo muss ich denn da? Wow. Alter! Ohne! So. Das ist die Patrouille, von der Farnus sprach. Ich muss mich um sie kümmern. Vielleicht kann ich die Feluke. So, dass ich die Soldaten nicht töten musste. Und jetzt brauche ich noch den Schreitwagenlenker. So, jetzt brauche ich noch den Streitwagenlenker. Den muss ich noch töten. So, als wäre ich schon mal hier gewesen. So, der patrouilliert. Was? Das war's. Stirb. Meine Fresse. Moin, ich muss mal hier weg. Wir sind im Vorteil. So, das war's. Hat sich ja voll gelohnt, da jetzt irgendwie weiter zu machen. So. Mein Pferd bin ich ein bisschen besser dran. So, kehren zu vorne zurück. Okay.
Das war nicht beabsichtigt, der war eigentlich nur einen Schluck getrunken gerade. Oh. Ernsthaft? Ich komme doch nicht hoch. Geh weg. Da ist der Fahnenriss. Bajek, du bist zurück. Ist es getan? Sind die Straßen frei, damit unsere Poeten die Revolution verbreiten können? Die Philaketei von Gennadios sind erledigt, Phanos. Bajek, du bist wie ein Poet des Füllt die Stadt mit euren Wörtern. Ich liebe dich, Bajek von Siva. Von allen Magi wird man sich an dich am ehesten erinnern. So, Philaketei im Auge, erledigt. Und ein weiteres Reittier. So, dann haben wir die Mission auch. Höhere Bildung, das ist das, was wir in der nächsten Episode machen. Und da freue ich mich wieder drauf. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dann. Tschüss.